Okay. Also ich glaube, vergessen habe ich jetzt nichts. Dann. Oder ist hier noch was? Ah, nein, hier ist noch was. Das lassen wir dann aber auch wieder Moira mitnehmen. Und hier hinten sind wir auch noch gar nicht lang gelaufen. Also, bevor wir überhaupt da reingehen, auch wenn ihr euch jetzt natürlich schon fragt, wie es da weitergeht, nochmal kurz hier gecheckt, was hier überhaupt geht. Mal schaut mal. Es führt einen Weg nach oben. Also wird wahrscheinlich hier hinten nur irgendwas drin sein, was wir eventuell noch gebrauchen können. Genau. Was war das? Hier ist was. Oh, hallo. Hallo, du wunderschöne MP. Was schmeiße ich denn für dich raus? Oh Gott. So many decisions. Leute, was mache ich? Ich kann doch nicht meine Shotgun liegen lassen. Ich liebe meine Shotgun, aber die MP ist natürlich auch nice. Aber, ja gut, da habe ich auch so einige Schuss drauf. Und hier gibt es noch ein Upgrade-Kit. Eine Teilebox. Und das war's? Okay, ich dachte, wir haben jetzt hier das große Mysterium irgendwie gelöst und wer zum Teufel war das hier wohl? Wir werden es nie erfahren, oder? Wir werden es nie erfahren. Ich gehe nochmal mit Moira gucken. Kann ja auch sein, dass hier noch ein Diamant oder sowas ist. Entschuldigung, Claire. Jetzt können wir die Waffe nicht mitnehmen. Oh Mann, was mache ich jetzt, Leute? Aber hier ist nichts. Was mache ich jetzt? Was würdet ihr jetzt tun? Welche Waffe würdet ihr jetzt rausschmeißen? Weil die Shotgun, die will ich schon behalten. Die MP. Schmeiß die MP weg. Machen wir jetzt so, weil Heavy Firearms ist mir definitiv viel, viel, viel lieber, wenn ich ehrlich zu euch bin. Und deswegen machen wir das jetzt so. Oh Mann. Da ist noch eine Flasche, aber das ist eine helle Flasche. Oder ist nur ausgeleuchtet? Ich meine Shotgun, ganz ehrlich, die würde ich nicht abgeben wollen. Und die MP, sowas ähnliches hat ja Barry auch. Daher würde ich sagen, bleiben wir mal dabei. Also es sieht jetzt übrigens aus, als würden wir direkt hier. Wer hängt denn hier einen Galgen hin? Das ist ja auch makaber. Ja, wir sind beim Turm. Wir sind definitiv beim Turm. Haben uns schön reingesneakt. Lasst uns mal ein bisschen Alex aufscheuchen, ja? Das sage ich jetzt so. Eine rote Lampe bedeutet nie was Gutes. Okay. Fahrstuhl, würde ich mal sagen. Aber seht ihr, als wir mit Barry hier drin waren, generell im Turm, da war hier nicht so viel. Da sah das noch völlig, da sah es zerstört aus. Hier jetzt hingegen ist das Ganze eher schon wie so eine Umbrella-Anlage aufgebaut, ne? Wir gucken uns erstmal in Ruhe um. Das geht auf jeden Fall sehr weit nach oben, Leute. Ich glaube, ihr werdet in dieser Episode Alex schon sehen. Ich meine, wir haben sie ja schon gesehen, aber das, was wir gesehen haben, war eine mutierte Alex Wesker. Hier ist aber nichts. Aber das ist so typisch Umbrella-Anlage hier. Das passt schon. Oha. Da bin ich immer gespannt. Von deinem Freund. Er ist nicht mein Freund. Schon gut. Mist. Hör zu, ich muss dir was erzählen. Mir ist was aufgefallen, als Neil bei uns war. Sein Armreif hat nie die Farbe gewechselt. Ich meine, die lebenden Toten sind von überall herangestürzt. Er musste doch Angst haben. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Verstanden? Ende der Diskussion. Meint Moira etwa, dass Neil uns so gesehen verraten hat, dass der die ganze Zeit dazugehört? Aber sie hat recht, also sein Armband, es ist nie was passiert. Zumindest was man so gesehen hat in den Augenblicken, wo man ihn gesehen hat. Okay. Naja, ich sag ja, Terra Safe sitzt ja sowieso hier mit drin im Boot. Und Neil ist ja der Chef
Ist doch nur logisch, dass das liegt doch auf der Hand eigentlich, ne? Ich habe gedacht, dass wir hier echt im Fahrstuhl hochfahren, aber wir müssen in diese Nebentür. Oh. Okay. Was haben wir hier? Diese Liste. Neil hatte sie auf der Party. Burton, Chavez, Redfield. Da stehen alle unsere Namen drauf. Nein, er hat TerraSafe verraten. Claire, es tut mir echt leid. Hey, sieh. Isolieren. Gute Arbeit. Jetzt sind Sie an der Reihe, Ihr Versprechen einzuhalten. Was haben Sie? Sie wollten eine Ouroboros-Probe. Jetzt haben Sie einen, Schoßhund. Sie wissen einen Scheißdreck über mich. Ich weiß, dass Sie Lansdales Marionette waren. Als Weltro vor 7 Jahren die Terra Grigia-Panik auslöste, hielt die FBC die Fäden in der Hand. Der alte Mann ging drauf, aber er war schlau genug, zuvor seine Nachfolge zu regeln. Sie haben mich benutzt. Weil Sie ein Idiot sind. Sie dachten, Sie könnten eine neue Terrorismusgefahr inszenieren, um die FBC zu legitimieren. Ein Ungeheuer wie Sie könnte das nie verstehen. Claire? Meinst du etwa? Nein, ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Da hat Alex den guten Neil erstmal ausgenutzt. Und TerraSafe hat, das war also alles geplant. Alles, was ihr in der allerersten Folge gesehen habt, auch mit der Party und alles, das war alles geplant, um neue Testsubjekte an Land zu ziehen. Und jetzt hat natürlich Alex Wesker ihr wahres Ich natürlich gezeigt als Wesker. Sie hat ihn, ja, so gesehen selbst verraten und ihn infiziert mit einem Ouroboros-Virus. Sehr toll. Ein Brief an meine Genossen. An meine Mitvisionäre. Die Zeit ist endlich gekommen. Alles kam so, wie ich es gesagt habe. Was jetzt noch bleibt, ist die Erfüllung von ihrem Teil der Vereinbarung. Und dann kann ich abschließen, was wir vor 7 Jahren begonnen haben. Nur eine kleine Probe ist alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich bereits und nicht in eine gute Richtung. Die jüngsten Ereignisse in Afrika sind ein Beleg dafür. Solch Wahnsinn wird sich wiederholen, bis außer Trauer und Verzweiflung nichts mehr übrig ist. Die Welt braucht jemanden, der das Ruder ergreift und sie durch diese stürmischen Zeiten führt. Lansdale hatte natürlich recht, was er in Terra Gria versuchte, Entschuldigung. Sie nannten ihn einen Schurken, aber er ist ein Held. Er versuchte, uns zu retten. Ich verstand das, genau wie ihr auch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um seine Vision Realität werden zu lassen. Er als einziger erkannte, dass Opfer notwendig sind und dass Gutes darauf aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, mit dem Teufel persönlich Handel zu treiben. Okay. Das war übrigens gerade nochmal eine kleine Andeutung an Resident Evil 5, welches ja in Afrika gespielt hat. Was war das jetzt hier gerade noch? Wahrscheinlich eine Schublade. Maschinenpistolenmunition. Wir haben keine Maschinenpistole mehr. Toll. Okay. Er ist jetzt mutiert, ne? Der gute Neil. Das heißt, wir werden hier einen Ouroboros-Kampf haben. Oh, Nils Kandidatenliste. Stuart, ich habe eine Liste der TerraSafe-Mitglieder zusammengestellt, die am besten für diese Runde der Experimente geeignet sind. Sie haben alle Erfahrung mit Bioterrorismus und Viren. Die psychologische Beurteilung haben alle mit Bravour bestanden. Sie alle haben unaussprechliche Gräuel erlebt und sind in einem Stück davongekommen, was auf eine starke Resistenz gegenüber emotionalem Trauma hindeutet.
Nummer 6 war zwar nie direkt in Bioterrorismusereignisse involviert, aber ihre Testergebnisse waren vielversprechend, also habe ich sie ebenfalls mit aufgenommen. Ich wette, Leute, das ist Moira, worüber die wir gerade reden. Alles in allem denke ich, dass dies eine starke Kandidatenliste ist. Ich bin sicher, sie werden mir da zustimmen. Es liegt jetzt alles in ihren Händen. Ich werde da draußen sein, falls sie irgendetwas benötigen. Und da ist die Kandidatenliste. Neil hat also wirklich jeden einzelnen von der Party auf diese Liste gepackt. Na, Nummer 1 ist er sogar komischerweise selber, ne, damit kein Verdacht kommt. Claire ist drauf, Gabriel ist drauf, Gina ist drauf. Gina haben wir auch gesehen, die hat leider auch kein tolles Ende gehabt. Wer Nummer 5 ist, die Nummer 5 wurde durchgestrichen, weiß keiner. Moira, Pedro, Natalia Korda, da ist die Kleine drauf, guck mal. Nummer 10 ist auch durchgestrichen. Und Edward Thompson. Sehr interessant, Leute. Das ist sehr interessant. Okay. Trotzdem müssen wir ja... Da kommt der Fahrstuhl. Okay. Ist der Fahrstuhl auch ohne... Okay. Es ist wieder... Oh Gott, ey, ich krieg schon wieder Panik. Natürlich fährt jetzt ganz ruhig der Fahrstuhl runter. Die Tür öffnet sich von wegen, ja komm doch her. Und dann gehen wir hin und dann kommt bestimmt gleich der mutierte Neil und will uns mal kuscheln. Ja, also wir sollten vorsichtig sein. Ich werde auf jeden Fall mal die MP ausprobieren. Aber wir haben gar keine Upgrade-Möglichkeiten, seht ihr? Ich hätte da nochmal eben kurz gucken können. Da hinten sind noch zwei Kisten. Dass wir was upgraden. Das ist hundertprozentig wieder so ein Endkampf-Kram hier. Oder ich täusche mich mal wieder gewaltig, so wie immer. Aber wir kriegen hier auch Munition. Oder wir fahren jetzt ganz in aller Ruhe nach oben. Oder habe ich mich doch getäuscht? Nicht. Geh weg von mir! Die FBC kann nicht wiederbelebt werden. Ich habe Lansdale enttäuscht. Und wie ich das hasse, rechts überhalten. Und der ist verdammt groß. Hat er irgendwo eine Schwachstelle? Oh oh. Gut, dass ich jetzt wieder weiß, wie man läuft. Lag schneller nach hier. Und lauf. Die Säulen sind eigentlich mal wieder relativ praktisch. Da könnt ihr irgendwie wieder ein bisschen versuchen,
drumherum zu. Manipulieren. Ich glaube, ich habe wieder ein Problem mit der Munition wahrscheinlich. Pass mal auf. Das hättest du wohl gerne. Das ist gut. Mal überblende ich noch ein bisschen. Weg. Wartet mal. Ich habe noch hier die Dings. Aber die ist nicht geladen. Nein! Immer vorm Kampfwaffen laden. Aber wer konnte denn noch ahnen, dass wir gerade bei einem Kampf sind? Oh Gott, der brennt. Oha, er dreht durch. Er kühlt sich ab. Durch. Seht ihr das? Der Sack kühlt sich ab. Okay, was war das, was hier explodiert ist? Genau, hier die Dinger. Okay. Interessant. Dann lass ihn nämlich hier schön zu mir laufen. Er brennt schon wieder, weil er reingelaufen ist. Sehr gut. Alter, er mutiert immer weiter. Oh nein! Oh. Noch Moody. Alter. Aber das ist wieder so ein schöner Resident-Evil-Tyrann. Ach du Scheiße. Oh, lebe ich noch? Alter Schwede, war das so heftig. Jetzt versucht er sich wieder abzukühlen und jetzt können wir versuchen ihn... Hätte vielleicht eine andere Waffe nehmen sollen. Und weg. Heilkraut. Ich heile mich mal kurz. Nachladen. Und lass ihn dann schön rufen. Rufen. Ich sehe ihn gerade nicht. Hüpft der jetzt hier oben rum oder was? Neil? Wo bist du? Ich glaube, er ist irgendwo oben. Neil? Leute, ich habe ihn aus dem Auge verloren. Ich glaube, es ist oben. Ich heb mir mal lieber so ein bisschen Shotgun und alles auf. Oh oh. Boah, ne, hieß noch nicht. Ich muss aufpassen, sie können bestimmt Tage nicht in den sind. Die sind bestimmt auch nicht super, wenn du da reinkommst. Ich glaube, jetzt läuft er. Ich muss ihn hier irgendwie reinlocken. Irgendwie muss ich ihn hier reinlocken. Hau dagegen. Einfach gegen. Was er natürlich jetzt nicht macht. Aber ich glaube, wenn ich da nämlich gegenballer, passiert nichts. Direkt neben mir. Aber er lässt immerhin Munition fallen. Das ist schon mal sehr gut. Macht eine Munition, by the way. Ist er hier oben? Nein, Mist. Okay, vielleicht können wir ihn aber hier reinlocken. Komm her. Hier ist schön Feuerchen. Hier ist warm. Komm hier. Richtig.
komm runter. Genau, komm hier schön her. Komm. Ja, genau, schönes Feuerchen. Schönes Feuerchen. Perfekt. Du brennst, Neil, du brennst. Du musst dich löschen. Wieso hat ihm das jetzt nichts gemacht? Neil! Irgendwie funktioniert es nicht so, wie es sollte, oder? Er ist wieder oben. Okay. Schnell mal die Shotgun nachladen hier. Interessant. Aber wie kriege ich jetzt ihn runter, wenn das Feuer ihm nicht mehr was ausmacht? Ist er nicht weit mit dir? Er packt überall diese Dinge auf den Boden. Kann man diese Teile eventuell kaputt kriegen? Er kommt. Wieso brennt er jetzt? Er brennt doch gar nicht. Dann musst du dich löschen, aber du brennst doch gar. Ist er down? Leute, ich hab ihn. Ich hab Neil erwischt. Dass alles vorbei ist. Alter, Neil. Aber das ist eine typische Ouroboros-Mutation. Heftig. Ja, so ein typischer Tyrann. Wer Resident Evil 1 zum Beispiel nicht kennt, so ein Tyrann sah ähnlich aus, aber das war halt nicht der Ouroboros-Virus, sondern der T-Virus. Und hier, wo das Ganze jetzt hier dieses Tentakelartige aus seiner Brust rausläuft oder pulsiert, war eigentlich ein riesiges Herz. Na, aber auch coole Variante hier auf jeden Fall. Heftig, Neil, heftig. Aber du hast das gekriegt, was du verdient hast. Definitiv. So. Ich möchte mich trotz alledem nochmal schnell umgucken. Ich möchte hier natürlich hier keinerlei Munition liegen lassen. Und dann treten wir den Fahrstuhl und werden uns Alex Wesker stellen. Die dürfte ja da oben sein. Denke ich zumindest mal. Hier ist noch hoch. Wo ist ein Topaz? Nichts vergessen. Sonst ärgern wir uns hinterher und haben wieder das typische Problem mit Munitionsmangel. Kann ich runterjumpen? Okay, cool. Aber so wie es aussieht, haben wir alles. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ab in den Fahrstuhl. Und ab nach oben. Das wird es sein. Jetzt haben wir sie. Es geht. Oh, okay. Stecken wir fest? Anscheinend sind wir da. Gucken wir, was draußen ist. Na dann. Leute, ich glaube, Neil ist noch nicht tot. Oh mein Gott, er lebt noch. Nein, er lebt noch. Wo ist Moira? Okay, sie lebt noch. Oh, danke. Glaube ich. Alter, Neil. Geht's dir gut? Kannst du stehen? Oh, Scheiße! Er lebt noch, ne? Er mutiert immer weiter. Oh, Moira. Musst du dir jetzt vielleicht doch mal eine Waffe nehmen?
Okay, Moira, du musst definitiv ein bisschen schneller laufen, weil sonst haben wir ein Problem. Oh mein Gott! Du sollst nicht hier drin sein, wie konntest du? Moira, du musst die Waffe nehmen. Oh Gott, ruf den Krankenwagen! Moira! Und Feuer. Was ich brauche. Nichts wird mehr zwischen uns kommen, meine Süße. Du und ich werden gute Freunde sein. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Okay. Habt ihr das gesehen? Natalia war also schon in Alex ihrer Hand. Sehr interessant. Und ich habe eine Figur freigeschaltet. Monster Neil. Und somit haben wir das Kapitel wohl durch. Interessant. Treffergenauigkeit S, Neuversuche B. Ja gut, passiert. Okay, Leute. Jetzt können wir endlich nochmal eben in die Fertigkeiten-Einstellung reingehen. Und mal gucken, wie viel haben wir denn? 3900. Jetzt müssen wir mal ein bisschen clever sein. Was können wir gebrauchen? Und dem Messersprint bin ich nach wie vor kein Fan von, dass ich den jetzt nehmen muss. Was gibt es denn hier noch? Halten Sie R2, um einen Nahkampfangriff aufzuladen. Werden Sie zeitweilig unverwundbar, wenn Sie sich hocken. Hört sich gar nicht mal so doof an, Leute. Wenn man echt mal ein Problem hat, hockt man sich kurz hin und lädt nach. Was haben wir hier? 10% höhere Angriffsstärke für alle Angriffe für 5 Sekunden, nachdem sie den Charakter gewechselt haben. Schwere Entscheidung. Ich nehme den. Und werde noch ins grüne Kraut investieren. Und ich investiere nochmal in Stärke von Zweitwaffenerhöhung. Gibt es auch noch? Nee, da kann ich nichts mehr machen. Dann machen wir Zweitwaffen. Dass wir mehr Power haben. Okay. Und ich würde sagen, Leute, dieses spannende Kapitel ist beendet. Und die Folge ist zwar ein Tucken kürzer, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin sehr gespannt drauf, was uns dann natürlich erwartet. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.